Die Schweiz ist bis jetzt von terroristischen Anschlägen verschont geblieben. Trotzdem macht diese Bedrohung dem Bundesrat Ueli Maurer Sorgen. In seiner Rede ist die Gefahr so nah an der Schweiz ein prominentes Thema gewesen. Vor ein paar Jahren hat man das Gefühl, nie mehr kann etwas passieren. Es ist ewiger Frieden. Wenn man vor zwei Jahren gesagt hat, in Deutschland lässt sich jemand in die Luft, bringt Leute um, tötet, in Nizza, in Paris, ein paar hundert Kilometer von uns weg, dann hat man gelacht. Und jetzt ist es plötzlich da. Es ist einfach da. Wir sind hilflos und ratlos. In seiner Rede ruft der SVP-Bundesrat das Volk dazu auf, sich auf die demokratischen Werte der Schweiz zu besinnen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Er macht sich Sorgen, dass sich die Leute nicht mehr so sicher fühlen. Ich stelle schon fest, dass die Leute mehr Angst haben, sie machen sich mehr Sorgen, bewegen sich vielleicht weniger frei, aber es ist keine gute Entwicklung. Weil wer Angst hat, lässt sich wirklich eben einschüchtern. Es gibt keinen Grund, um Angst zu haben. Er selber geht mit gutem Beispiel voraus und auch die Möglichkeit von einem Ernstfall löst bei ihm keine Angst aus. Er sieht das pragmatisch. Ich fühle mich absolut sicher, ja. An einem Bundesrat passiert in der Schweiz nichts und sonst hat es so viele, die werden wollen, also am nächsten Tag wählen sie einen neuen. Sorgen macht Terrorbedrohung auch Doris Leuthard. Sie hält ihre Rede in einem Kanton, der vor kurzem Schlagzeilen wegen einer IS-Zelle gemacht hat. Wir müssen in der Verbrechensbekämpfung im Aufgreifen von terroristischen Strukturen gute Arbeit machen, zusammen mit den Kantonen, zusammen mit den Städten und Gemeinden und eng mit anderen Staaten kooperieren. Polizeiarbeit allein langt der Bundesrätin Leuthard aber nicht. Ein wichtiger Beitrag zur Terrorprävention sieht sie in der besseren Integration. Ich meine es von da, daheim in der Familie, es von da, indem wir Jugendlichen eine gute Ausbildung ermöglichen, eine friedliche Gesellschaft bleiben, den Menschen Arbeit und Perspektiven ermöglichen und in unserem Land Lebensqualität für alle bieten. Am Schluss der Rede sind sich aber beide Bundesräte einig. Die Festtagsstimmung sollte man sich ab der Terrorangst auf keinen Fall verderben lassen.